Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Two Broke Boys. Freunde, heute haben wir eine kleine Kooperation mit einer Schuhseite. Und zwar die Schuhseite heißt Foods Kicks. Genau. Und von dieser Seite haben wir Yeezys gesponsert bekommen, speziell für dieses, für diese Outfit-Challenge, für diese Kurve des deutschen Outfit-Challenge, die wir heute drehen wollen. Und genau, ich würde sagen, wir zeigen euch einmal ganz kurz die Yeezys, die wir von dieser Seite gesponsert bekommen haben. Ich habe mir einmal diese Yeezy Boost V350 Black and White ausgesucht. Die habe ich, die sehen einmal so aus, kann ich mal kurz zeigen. Ich hatte die schon ein paar Mal an, dass ihr mal das seht. Auf jeden Fall echt ultra gemütliche Schuhe. Und Freunde, ich habe mir ausgesucht diese Yeezys Supreme 350 V2 Supreme, mega fresh Yeezys. Hier nochmal. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr die richtig gerne feiert. Und ja, Mann. Genau, Freunde, nochmal ganz kurz, bevor wir mit dem Video anfangen, zu den Yeezys. Der Link zu der Webseite mit den Yeezys ist in der Beschreibung. Die Yeezys sind sogar echt günstig, glaube ich. Auf jeden Fall, Link ist in der Beschreibung. Lieferzeit, wenn ihr da euch Bock habt, Yeezys zu bestellen, sind 5 bis 10 Tage und die Yeezys werden geliefert in jedes Land auf dieser Welt. Und Freunde, ihr könnt dieser Seite auf jeden Fall auch vertrauen. Wir haben diese Yeezys bestellt, wir haben die Kooperation mit Yeezys gemacht. Die Yeezys kamen wirklich innerhalb von 4-5 Tagen, kamen die an. Genau. Richtig fresh und jetzt. Yes. Und Freunde, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die Person auch kontaktieren. Die WhatsApp-Nummer ist auch in der Beschreibung drin. Wirklich eine sehr nette Dame, wirklich. Grüße gehen raus an dich. Und Freunde, folgt mir auf Instagram. Und Freunde, natürlich kriegt ihr für die ganzen Schuhe, die da sind, Rabatt. Das heißt, hier erstmal den Rabattcode TwoBrokeBoys. Ihr kriegt 10 Dollar weniger. Und Freunde, wie ihr da zahlen könnt, per PayPal oder per Western Union. Und ja, mega komischer Name. Kennst du Western Union? Ich auch noch nie gehört. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Challenge. Ich würde sagen, Johnny. Code. Kurde versus Deutscher, heute Johnny gegen ich. Jeder hatte 50 Euro zur Verfügung, um sich ein Outfit zusammenzustellen. Und ich bin ehrlich, war gar nicht mal so leicht, weil die Outfits und die Pullis und heutzutage und T-Shirts sind gar nicht so billig. Wenn du jetzt nicht unbedingt H&M gehst, kriegt man eigentlich recht wenig für 50 Euro. Oh, wir haben probiert, das Beste aus 50 Euro herauszuholen. Und ja, ihr dürft später entscheiden, wer der Gewinner ist. Ihr dürft später abstimmen, wer der Gewinner ist. Kurde vs. Deutsche Outfit Challenge. Und ich würde sagen, möge der Bessere gewinnen. Du fängst an, Bruder. Yes. Und viel Spaß mit diesem Video. Und viel Spaß. Und viel Spaß. So, Freunde, auf jeden Fall das erste Kleidungsstück, für das ich mich entschieden habe, ist ein T-Shirt. Und zwar letztes Mal, in dem letzten Video haben wir ganz viele Pullis, oder eher gesagt, ich habe ganz viele Pullis mir ausgesucht. Und ich hatte Bock auf ein bisschen Abwechslung, deswegen habe ich mir ein T-Shirt ausgewählt. Ein T-Shirt mit ein bisschen Farbe. Farbe ist nie schade. Farbe ist nie verkehrt in einem schönen Outfit. Und zwar, ich habe mich entschieden für dieses schlichte T-Shirt hier von der Marke Elise. Auf jeden Fall ein lilanes T-Shirt. Das hat gekostet 25 Euro. Genau. Yes. Dann, wie gesagt, 50 Euro ist nicht viel Geld, dann einfach eine ganz normale schlichte Jeans von H&M, eine helle Jeans für 20 Euro, genau. Und dann, wie gesagt, die Kombination, das Outfit mit diesen Yeezys hier. Ich hoffe, dass diese Yeezys mit dem T-Shirt und mit der Hose gut zusammenpassen. Ich weiß es nicht zu 100%, ich hatte das nur so eine Vorstellung, dass es vielleicht passen könnte. Ich würde sagen, wir werden es jetzt herausfinden. Ich bin gespannt, was der Kurde für ein Outfit sich zusammengebastelt hat. Aber ich zeige euch jetzt das Outfit einmal getragen. Und danach ist der Kurde dran und zeigt sein Outfit. Und ich würde sagen, let's go. So, Freunde.
Freunde, jetzt bin ich der Kurde dran. Vorhin war Johnny der Deutsche dran. Ich hoffe, dass ich ihn diesmal abziehen werde. Er hat das letzte Mal gewonnen, mich abgezogen und das war echt eklig. Und jetzt muss ich gewinnen und stelle euch jetzt erstmal meine Klamotten vor. Ich fange erstmal mit meinem T-Shirt an. Richtig frisches T-Shirt finde ich und sehr, sehr günstig dafür, dass ich so ein heftiges T-Shirt bekommen habe. Schreibt mal auch eure Meinung dazu, wie das T-Shirt geworden ist, wie ihr das T-Shirt findet. Boah, das sieht schon echt barbermäßig aus. Hinten auch steht nichts dran. Und das T-Shirt hat auch gekostet 22,99 €. Mega, mega günstig. So, jetzt stelle ich euch meine Hose vor, die ich gekauft habe. Die Hose habe ich bei H&M gekauft für 19,99 €. Diese Hose im Dunkel. Auch mega fresh und mega schlicht. So, und jetzt stelle ich euch nochmal meine Schuhe vor. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Schuhe findet, ob ihr die mega fresh findet oder nicht. Das würde mich echt heftig interessieren. Und ich würde sagen, jetzt seht ihr auch fresche Aufnahmen von meinen Klamotten, wie ich damit aussehen werde. Und ich würde sagen, viel Spaß mit diesen Aufnahmen und viel Spaß und viel Spaß und viel Spaß. Was willst du? Auf jeden Fall, Freunde, habt ihr jetzt gerade die beiden Aufnahmen gesehen. Einmal von den Deutschen und einmal von mir, den Kurden. Und Freunde, jetzt kommen wir zur Entscheidung. Und die Entscheidung wird diesmal komplett anders sein. Wir haben uns diesmal überlegt, dass... Sorry, dass ich unterbrechen muss. Einmal ganz kurz dazu sagen, die Cap natürlich gehört nicht zum Outfit, aber ich möchte die jetzt nicht abnehmen, weil meine Haare ziemlich broke aussehen. Auf jeden Fall, die Cap hier könnt ihr euch wegdenken. Habe ich trotzdem einfach angelassen. Liebe Grüße an Nemi, die Cap gehört dir, ich weiß. Meine Haare sind auch scheiße aus, aber ich musste einfach drehen. Auf jeden Fall, Freunde, diesmal werden wir das anders machen. Diesmal dürft ihr entscheiden. Hier wird jetzt irgendwo eine Abstimmung kommen. Ihr klickt jetzt darauf und könnt entscheiden, entweder Hashtag Kurde oder entweder Deutscher. Ihr dürft jetzt abstimmen und die meiste Abstimmung bekommen hat, die Person wird dann gewinnen. Ich hoffe, und das werde ich sein. Im nächsten Video, das nächste Video, was wir hochladen werden, oder das übernächste Video, wir werden gucken, ob der Kurde oder der Deutsche bei der Abstimmung gewonnen oder verloren hat. Genau. Der Verlierer kriegt nochmal in dem nächsten oder übernächsten Video, werden wir euch Bescheid geben, wer gewonnen hat. Und der kriegt nochmal eine schöne Bestrafung, ne? Yo. Und schreibt auch nochmal in die Kommentare rein, welches Outfit euch wirklich gefallen hat und begründet es. Und ja, wie gesagt, alle Hashtag Kurde, ihr wisst genau dass mein Outfit besser war. Genau, deswegen, Freunde, schaltet auf jeden Fall die Tage nochmal ein. Ich weiß nicht, ob es im nächsten Video oder im übernächsten Video passieren wird. Auf jeden Fall, die Tage werden wir, wie gesagt, den Gewinner bekannt geben. Deswegen schaltet auf jeden Fall nochmal ein und guckt euch schön an, wie der Kurde hier steht. Lasst mich wirklich nicht im Strich. Und Freunde, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, knall du ja, Bruder.